Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Ja, der Kameramann, wieder dabei wie immer. Ganz genau. Und heute ganz spontan wirklich eine Tischdeko. Also irgendwie verspreche ich mich heute immer. Und zwar hat eine Abonnentin geschrieben in einem Kommentar, sie muss eine Hochzeitstischdeko machen, ob ich nicht vielleicht eine Idee hätte. Und da ich heute Treibholz von meiner Kollegin bekommen habe, das könnt ihr aber wirklich mit jedem Ast oder Wurzel machen. Das ist nur diese Idee und Micha zeigt euch das mal. Das haben wir miteinander verbunden. Ein paar Gerbera hatten wir, Eukalyptus. Und ihr könnt jeden Zweig nehmen, Efeu. Aber das ist heute ganz spontan unsere Tischdeko-Idee. Vielleicht haben wir deinen Geschmack getroffen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Wir schwenken nach unten und da habe ich mich super, super, super gefreut. Die Kollegin hat mir heute nämlich dieses Treibholz mitgebracht. Also auch noch ein paar mehr. Finde ich total klasse, weil das jetzt eben natürlich, weil das so schön verwaschen ist vom Wasser, richtig schön hell ist. Und eine Abonnentin hat gefragt, wie gesagt, nach einer Tischdeko für eine Hochzeit. Und da finde ich, passt der Eukalyptus natürlich auch wunderbar. Finde ich auch immer sehr, sehr schön, gerade für Hochzeiten. Und ich hatte hier noch so einen Rest Gerbera, die mache ich auch immer in unsere Tischdeko und auch, wo die Tulpen noch gerade drin sind, in dem Herzen, weil die halten wirklich super lange. Dann habe ich hier einmal das Steckmoos, da habe ich noch einen Rest, das habe ich schon mal in Wasser gelegt. Dann habe ich die Pinholder Oasis Fix und ein Messer sowie Heißklebe. Und ich denke, das reicht und wir starten. An dieser Stelle muss ich nochmal Danke sagen. Ich habe wirklich wunderbare Kollegen. Ich kriege wirklich alles. Die eine bringt Äste, die andere Magnolien, die andere Treibholz und ich bekomme demnächst sogar noch Heu. Und das finde ich richtig gut. Das passt natürlich zu Ostern. Aber heute haben wir, wie gesagt, diese Tischdeko auf Wunsch einer Abonnentin. Und ich nehme jetzt hier einfach mal das Treibholz und werde mir das so zusammenlegen und gucken, wie ich das miteinander verbinden möchte, dass es gut aussieht, dass es mir passt und dass ich hier das Steckmoos mit einarbeiten kann und natürlich, dass es dicht ist, weil es ist jetzt feucht, damit da keine Schädigung auf dem Tisch passieren kann. Entweder könnt ihr euch noch was darunter legen, aber ich werde mir das jetzt gleich so fixieren, dass das wirklich super dicht ist. Ich glaube, ich habe die Position gefunden. Ich werde den hier einfach so rauf machen. Ihr müsst kein Treibholz haben. Ihr könnt wirklich gucken, Baumwurzeln, dicke Äste, die gebogen sind, die man miteinander verbinden kann. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Das ist jetzt wirklich ein Zufall. Und das passt natürlich, finde ich, jetzt auch zu dieser hellen Tischdeko. Und ich werde jetzt hier Heißklebe nehmen und die Punkte, wo das Holz miteinander ja zusammenkommt, da werde ich jetzt Heißklebe ranmachen und das miteinander verbinden. Bisschen randrücken, trocknen lassen. Tatsächlich eben einen falschen Punkt gehabt und habe da Heißklebe. Aber ist egal. Ich werde jetzt aber hier auch nochmal in diesen Zwischenraum, damit es wirklich gut hält, auch nochmal mit dem Heißklebe rangehen und hier die Lücke füllen. Auf der anderen Seite ist es schon gut trocken und hält, aber hier fixiere ich mir das so nochmal extra. Hier unten, wir zeigen euch das mal, hier ist jetzt praktisch
ein Loch, also ein Zwischenraum. Und ja, da ich heute wirklich mal ohne Moos arbeiten möchte, das mache ich ja wirklich oft, dass ich den Moos hier als Füllstoff nehme. Und das möchte ich heute nicht. Ich nehme jetzt hier einfach einen Rest von diesem Blumenpapier. Richtig schön ausgestopft, einmal hier ausgefüllt. Und das hält wirklich gut. Und ich nehme jetzt hier mein Steckmoos, was feucht ist. Wenn ihr wirklich ganz, ganz doll Angst habt jetzt, dass ihr irgendwas beschädigt, wie gesagt, macht irgendwas darunter, falls da irgendwo was durchkommen sollte. Also ich denke, ich werde hier jetzt keine Probleme haben. Und ich stecke mir jetzt hier einfach das feuchte Moos rein. Ich habe sonst hier auch noch Pinholder, aber die werde ich hier nicht brauchen, weil ich kann es hier wirklich super einfach so dazwischen stecken und auch hier richtig schön, ja, nach vorn. Ich kann hier das ein bisschen nach unten drücken und es hält hier wunderbar. Hier gehe ich jetzt ein bisschen und mache mir noch ein bisschen von der Höhe ab und stecke mir den Rest hier auch mit rein. Ein Pinholder, ein bisschen Oasis Fix, bisschen anwärmen. So, und dann könnt ihr das hier auch nämlich wunderbar fixieren. Und ich möchte das hier, ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Arm ein bisschen weg mit der Hand, damit ihr das sehen könnt. Ich drücke mir das hier jetzt ein bisschen an und gehe jetzt hier auch noch mal mit feuchtem Steckmoos und stecke mir hier vorne etwas rauf. Ihr passt das gerade so von der Höhe. Wenn ihr seht, dass das doch ein bisschen niedrig ist, könnt ihr natürlich das auch vorher ranstecken. Und ja, ich denke, das reicht so. Hier ist natürlich jetzt Wasser. Guckt einfach, dass ihr hier vorher noch was unterlegt oder wo man mit auch arbeiten kann. Ein bisschen Plastik da unterlegen, eine Mülltüte oder wie auch immer. Und dann geht das auch. Und ich zeige euch das, weil in den vorderen Teil möchte ich auch noch ein bisschen ransetzen. Ich habe mir das jetzt hier auch wieder befestigt und werde mir jetzt hier das feuchte stecken muss. Ich mache mir jetzt noch mal eben was ab. So, Entschuldigung, schneide mir das ab und genau, gehe jetzt hier rauf, steck mir das rauf und jetzt könnt ihr das natürlich hier auch besser nochmal in Position drücken und das mache ich jetzt auch nochmal eben. War schnell im Schuppen, ne? Und habe nochmal die Euphobia geholt, weil ich finde, das passt hier jetzt mit dieser Deko total schön und damit ich hier jetzt noch ein bisschen Weite bekommt, also von der Deko, also von der floristischen Deko her, stecke ich mir das jetzt hier einfach vorne in das Steckmoos rein. Ihr könnt auch natürlich mit Trockensteckmoos arbeiten. Das ist natürlich auch super, weil gerade der Eukalyptus, der trocknet immer, finde ich, total schön ein. Und ja, außer wie gesagt, die Gerbera. Die könntet ihr vielleicht sogar mit einem kleinen Röhrchen einarbeiten. Und ich werde die Euphobia jetzt hier an den Seiten erstmal mit reinmachen. Und gibt doch richtig schön natürlichen Charme, oder Micha? Immer wieder Lust, hier wieder an die Nordsee oder an die Ostsee zu fahren. Jetzt sind wir damit fertig und jetzt kommt es an den Eukalyptus. Ich habe zwei verschiedene Arten. Und ich nehme jetzt hier meinen ersten, was immer sehr, sehr schön ist, gerade beim Eukalyptus, dass man sich, wenn man so einen großen Zweig hat, zeige euch das gleich mal eben, dass man den immer super teilen kann, indem man hier oben einfach schneidet und dann hat man super schönen Abschluss und kann den unteren genauso verwenden und das ist natürlich perfekt. Und ich gehe jetzt hier mit dem Eukalyptus und werde mir den hier erstmal an den Seiten mit einarbeiten. Und da könnt ihr das jetzt machen, wie ihr das mögt. Ruhig etwas längere Ästchen natürlich nach unten erstmal anfangen, dass ihr ein bisschen Weite bekommt und oben hin kleinere. Immer ein bisschen anspitzen und dann kommt ihr auch besser in das Steckmoos rein. Was wirklich hier sehr schmal ist oben und ich nachher hier auch genug Platz habe für die Blüten, nehme ich hier jetzt schon mal die Gerbera und stecke mir die hier rein, wo ich sie nachher gerne in Position hätte. Und ich denke, das ist schon mal hier wunderbar,
Und das mache ich jetzt hier oben genauso. Ich denke, die Position ist so schön, Micha, oder? Sehr schön. Ja, gefällt dir von vorne? Sehr schön. Weil jetzt kann man nämlich gucken, wenn man hier jetzt noch weiter in die Weite gehen möchte von den Proportionen, kann man sich natürlich hier überall jetzt noch den Eukalyptus reinstecken. Das mache ich auch hier vorne, wo ich auch ein paar kleine Ästchen. Ich finde das sehr schön, wenn das auch darüber geht. Und ich stecke mir das jetzt hier außenrum noch ein bisschen aus. So, jetzt habe ich die eine Sorte vom Eukalyptus schon mal ganz gut drinne. Und ich möchte jetzt aber, ich finde auch, diese Euphorbia bringt auch noch mal ganz tolle natürliche Höhe jetzt hier rein. Und deswegen habe ich mir nur so ein bisschen abgeknipst und mache mir das mit rein. Ihr könnt natürlich alles, was man so kleines geäst oder vielleicht sogar Birkenreisig, kann man super nehmen und das hier einfach so in die Deko mit reinmachen. Fällt uns richtig gut. Ist schon so eine kleine, ja, Frühjahrs-Sommer-Deko, ne? So mit der Gerbera, finde ich, mit dieser Helligkeit, aber auch super festlich, finde ich. Man kann nämlich auch dann hier zum Beispiel, wenn es im Sommer, Muscheln dran machen. Aber da machen wir nochmal eine Deko mit, finde ich, weil ich bekomme richtig viel davon. Oder auch Schnecken jetzt, ne, die man überall findet, finde ich auch total schön. Oder jetzt auch zu Ostern natürlich kleine Eierchen, das passt. Aber hier bin ich jetzt wirklich sehr neutral. Es soll eine Hochzeit sein und deswegen nehme ich jetzt den anderen Eukalyptus und mache mir den einfach ein bisschen kleiner. Ich möchte den jetzt ein bisschen hier nur dazwischen stecken. Die Tischdeko, wir können hier unten mal gucken, Micha. Uns gefällt das super, super gut. Und es ist ganz leicht, super zu transportieren. Wie gesagt, es ist jetzt hier unten noch ein bisschen feucht. Ich werde das hier oben trocknen lassen. Wenn ihr Angst habt, woanders feiert, dann natürlich nimmt sonst Trockensteckmasse und nimmt ein kleines Röhrchen, macht die Gerbera ins Röhrchen rein. Das ist auch noch eine sehr gute Idee. Ihr könnt jeden Ast, ihr könnt jede Wurzel nehmen. Guckt einfach mal, dass ihr hier so kleine, ja, schwingende Bewegung reinkriegt. Steckt mit jedem Grün, was ihr habt. Ihr könnt Efeu nehmen, ihr könnt Ilex nehmen. Ach, alles das, was man so findet in der Natur. Und einfach nur ein paar Blüten, ein paar Äste. Und man hat wirklich, also wir finden eine schöne Tischdeko, Micha, oder? Ja. Und das war's, unser Thema Tischdeko für eine Hochzeit, für alle möglichen Veranstaltungen, das heißt Geburtstage. Aber ich finde, für eine Hochzeit finde ich das total romantisch, mit gerade jetzt auch mit dem Eukalyptus und dieser Helligkeit. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute mit diesem Thema inspirieren konnten. Kleine Sprachfehler heute gehabt, aber ich glaube, ihr verzeiht mir. Ihr Lieben, ihr könnt alles an Grün nehmen, was ihr habt. Ihr könnt alles an Blumen nehmen. Das sind einfach nur diese Ideen, Äste miteinander zu verbinden, Wurzeln zu verbinden und jedes Grün, was ihr habt, wirkt einfach wunderbar. Ihr Lieben, und wenn wir euch heute inspirieren konnten, dann würden wir uns sehr natürlich über einen Daumen hoch, Micha, freuen, oder? Jawohl. Ganz genau. Und vielen Dank nochmal für die lieben Kommentare. Wir freuen uns wirklich immer tierisch darüber. Ich kann es nicht oft genug sagen und ich sage es einfach oft genug. Folgt uns gerne auf Pinterest, Instagram und Facebook. Da kommen immer kleine Highlights. Laura ist da immer ganz kräftig auch mit dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Tage wieder dabei seid, ne, Micha? Ja, genau. Ganz genau. Ostern startet. Es geht weiter mit Ostern. Also, ihr Lieben, bleibt gesund, fühlt euch umarmt. Eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau. Tschüss. Tschüss. Thank you.